Siegerlust und Aussicht. Ein Podcast über das Wandern an Rhein, Mosel und Lahn. Durch den Podcast wandern Desiree Börner und Gregor Atzbach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wanderlust und Aussicht. Und heute sind wir wieder am Rhein. Desiree, was haben wir heute vor? Wir wollen heute die Lorelei Extra-Tour laufen und starten gerade, ich glaube, ich habe ja keine Orientierung, in St. Goarshausen. Das war vollkommen richtig. Ja. Man kann St. Goarshausen mit dem Zug erreichen. Der Bahnhof St. Goarshausen, da ist übrigens auch ein Parkplatz, wer mit dem Auto kommt. Da haben wir jetzt geparkt und müssen etwa so 500 Meter laufen, um erstmal auf den Wanderweg zu kommen. Theoretisch kann man aber auch oben bei der Lorelei gegen Geld parken. Ja, also das ist heute wieder eine Rundtour. Die Lorelei oben, das kostet alles da Geld. Man kann die Tour da oben starten, wir haben jetzt aber gesagt, nee. Das Geld sparen wir uns. Ja, Unne ist auch schön. Außerdem ist es doch schön, man läuft am Anfang hoch und dann nur noch geschmeidig runter, ja. Anstatt am Anfang runter und dann ungeschmeidig hoch. Ja, das hat also alles auch Vorteile. Ja, das ist halt so... wie nennt man das? Man belohnt sich am Ende und bestraft sich nicht. Ja, das machen wir heute. Der Weg soll sehr kurzweilig sein. Man hat tolle Aussichten. Es soll halt auch nachher irgendwo durch die Weinberge ein Stück gehen oder durch die Felsen. So ein bisschen, wie wir das an der Mosel im Bremer Kalmund hatten. Nicht so schlimm. Ja, ich bin sehr gespannt. Da gegenüber waren wir ja vor kurzem auch. Ja. Drüben ist nämlich St. Goar auf der linken Rheinseite. Und da haben wir ja eigentlich, was wir heute wandern, schon mal alles von der anderen Seite gesehen. Genau, dieses Mal gucken wir von der richtigen Seite. Wir gucken wieder zurück. Ach, guck mal, ein altes Auto. Ui, aber nicht nur eins. Ja, dann. Auf los geht's los, ne? Und während wir am Wandern sind, hören wir im Podcast ein bisschen Musik. Und da habe ich heute was von der Künstlerin Jess Spillane rausgesucht. Der Titel heißt Max the Goblin Hunter. Den Titel, den könnt ihr euch übrigens auch herunterladen auf wanderpodcast.de. Unter dem Eintrag zur heutigen Episode habe ich euch dies verlinkt. Das geht ja schon gleich steil los. Du stellst dich einfach nur an. Sogar die Rentner sind schneller als du. Die sind trainierter als ich, das siehst du an den Beinen. So, wir sind jetzt in St. Goarshausen in ein Seitental abgebogen, unter der Bahnstrecke durch. Ja, und dann ging es eigentlich eine Treppe hoch. Und jetzt laufen wir hier so auf so Schiefer und sind schon über den Häusern. Das sieht schon toll aus, so der Blick da raus. Ja, das stimmt. Aber... wir müssen erstmal rauf. Das Wanderzeichen sieht genauso aus wie das Logo des Rheinsteiges. Aber ist rot. Rot. Das Rheinsteig-Logo ist blau. Aber die Rundtour ist rot. Aber zum Teil laufen wir heute auch auf dem Rheinsteig. Auch. Ja. Jetzt, wo ich dich mal wieder sehe. Ja, die Desiree, die rennt ja eigentlich immer voraus, wie das so ihre Art ist, berghoch. Dafür hänge ich sie auf gerader Strecke deutlichst ab. Du hast ja auch die längeren Beine. Ja, deswegen kann ich schlechter berghoch gehen, aber besser gerade. Ja, wir sind jetzt etwa auf Augenhöhe zur Burg Katz, die hier vor uns am gegenüberliegenden Berg hängt. Was man wunderschön sehen kann, unten den Rhein. Eben hatte man noch einen Blick in die Kurve. Jetzt schaut man eigentlich nur noch aus dem Seitental raus. Die Schiffe gehen noch rein in den Ausschnitt. Das sieht schon toll aus.
Die Züge sind so klein, das ist doch wie eine Modellbahn hier schon. Ja, guck mal, wie ich. Ja, siehst du, ich habe den doch jetzt auch gefahren. Ach, du hast die Fernbedienung, dass der da drüben auf der anderen Rheinseite fährt. Ja, hier, was ich kann. Ja. Burg Katz sieht man hier wirklich schön. Man kann fast in die Fenster gucken. Hätten wir jetzt ein Fernglas. Ja. Du weißt, was wir für schnuckelige Menschen sehen würden. Sie ist im Privatbesitz, man kann nicht rein. So ein Käse. Reingucken kann man aber trotzdem. Reingucken kann man bestimmt, ja. Burg Katz, ne, weil Fürst von Katzenellenbogen, das ist so noch ein ganzes Stück hier ins Landesinnere, liegt der Ort Katzenellenbogen und deswegen heißt die Burg hier die Burg Katz. Der hatte ja noch eine Burg, die Burg Maus. Ein Stückchen rein, was ist denn das, abwärts. Und ich kaufe mir demnächst die Burg Ratte. Du kaufst dir die Burg Ratte. So, ich würde sagen, wir laufen mal weiter hoch, dass wir den Berg mal irgendwann erklommen haben. Hm? Ja. Auf. Ja, hilft ja nichts. Der Sommergeruch hier, hört euch das an. Der Bauer, der hat jetzt Rasen gemäht, die Wiese gemäht. Gras geschnitten, ja. Aber es liegt schon zum Trocknen. Also ich vermute, er hat gestern gemäht. Und da kam gerade, das ist so mein typischer Sommergeruch, da kam gerade, also mit neben Sonnencreme, die wir auch mit haben, aber da kam gerade so der typische Sommergeruch. Leute, der Sommer kommt Ende Mai, tschakka. Ja, wir nehmen heute Ende Mai auf, damit haben wir das auch schon verraten. Ah ja, es hat ja, wir waren den kompletten Mai nicht wandern. Wir waren nicht wandern. Ich habe in unsere Unterlagen geguckt, wobei, warte mal, waren wir doch einen Tag wandern? Ja, natürlich im Odenwald, die letzte Folge. Stimmt, da waren wir einmal wandern im Mai und jetzt ist das zweite Mal. So hat es den Mai 2021 mit Corona versaut. Corona ist ein Arsch und das Wetter war äschiger. Aber wir haben ja genug vorbereitet an Folgen, dass ihr uns trotzdem wahrscheinlich bis irgendwo tiefst in den Winter hören könnt mit Touren, die immer noch nach Sommer klingen. So ungefähr. Und demnächst können wir euch auch Lokale empfehlen, denn Trommelwirbel, warte. Wir sind geimpft! Naja, rein kommst du auch so, halt mit Test, aber wir hatten halt zu. Ich komme jetzt auch ohne Test überall rein nächste Woche. Ja. Tschakka! So, mittlerweile sind wir in einem kleinen Wäldchen aus schönen Kiefern angelangt. Und ja, Wanderzeichen sieht man immer wieder. Also wir haben bisher noch nicht viel aufs Handy gucken müssen. Ja, Gott sei Dank. Das ist auch mal richtig angenehm. Ja, ne? Also das Rheinsteig-Logo, aber in Rot. Wie immer, Bilder, das Logo, die GPX-Datei und alles findet ihr auch auf unserer Internetseite. wanderpodcast.de unter dem Eintrag zur heutigen Folge. Und wenn ihr mal nicht wisst, wo findet ihr die Folge, da klickt ihr im Menü euch auf Archiv. Und seht einfach alle Folgen und sucht euch eine schöne raus. Und noch was, wenn ihr wissen wollt, wo wir unterwegs sind und was wir gerade aktuell machen, wir sind jetzt bei Instagram. Ja. Ja. Da findet ihr den Instagram-Button auch bei uns auf der Webseite wanderpodcast.de. Dann seht ihr auch mal Stories. Wenn ihr wissen wollt, wie wir privat sind, ja, vielleicht zeigen wir das ja auch. Das will da gar keiner wissen. Ja, nee, aber Instagram, und wenn ihr wirklich mal private Einblicke wollt, was tun die eigentlich den ganzen Tag? Wir können uns zeigen, aber unser Sohn, den zeigen wir natürlich nicht. Das hat damit was zu tun, dass wir ihn außer mit der Stimme nicht im Internet haben möchten. Und er auch mal gesagt hat, er möchte das nicht. Das darf er gerne entscheiden. Ne? Aber wir wollen wenn ihr lieber Social Media 0.1 benutzen wollt, über unsere Internetseite könnt ihr euch auch unsere Aufkleber schicken lassen. Genau, und denkt dran, ihr klebt die nirgendwo hin. Wir wollen nirgendwo unsere Aufkleber sehen. Wir haben die schon wieder mal entdeckt irgendwo. Ihr Bösen. Ja. Und ich habe mich liebig gefreut. Ja, wir sind jetzt gerade im Feld und laufen schön gerade Strecke. Die Sonne scheint. Hier, Leute. Wenn die Sonne scheint, also wenn jetzt hier trübes Wetter, würde ich sagen, oh, wie öde. Aber die Sonne scheint, man blüht auf, die Seele erfreut sich. Oh, ist das schön. Ja. Der Bub ist heute bei der Oma. Die Desiree blüht auf und ich pflück sie ab. Uiuiui. Da ist ein Lamm. Ja, es riecht auch ganz schön scharf. Ach, guck dir mal das Lamm an. Ist das nicht Zucker? Ja. Oh, das ist ein größeres Lamm. Das hat jetzt Dorst.
Ich hatte neulich beim Grillen mal so eine richtig schöne Lammlachse. Das ist doch echt unmöglich. Die waren richtig gut. Wir müssen jetzt hier rechts hoch, oder? Da oben ist es. Ja, ja. Gut. So, dann gehen wir mal weiter. Hier riecht so scharf. Hier ist richtig angenehm kühl, nachdem es vorhin einfach mal nur heiß war. Na heiß, wir sind halt durchs Feld gelaufen und wir haben einen Fuchs gesehen. Ja. Der war auf der Jagd und ist gesprungen wie ein Häschen. Ja, was kam dann? Dann ging es irgendwann nach dem Feld in einen Wald und immer weiter runter. Und auf einmal hörten wir den Bach, der hier im Hintergrund schön plätschert. Und kamen noch weiter runter und kamen an ein Fachwerkhaus. Zum Träumen. Das muss mal eine Mühle gewesen sein. Da liegen nämlich so große alte Mühlsteine herum. Das sieht sehr, sehr schön aus. Die Haustür war offen, ich wäre ja so gern rein, hätte mich reingesetzt, gesagt, so, hier bin ich, hier bleibe ich. Ich hätte eher mich dabei gesetzt, die waren nämlich am Grillen. Zumindest roch das so. Gute Marinade. Also die Marinade roch so wirklich schon herrlich. Ja, und dann überquert man den Bach über eine kleine schöne Brücke. Und hier durch den Bach ist hier wirklich angenehm kühl im Seitental. Wenn es ein richtig heißer Tag ist, dürfte das hier die Abkühlung sein. Ja, nachdem man halt wirklich auch lange durch die pralle Sonne gelaufen ist. Ja, also das sollte man dann nicht an einem Tag machen, wo 35 Grad draußen sind. Eher an einem etwas kühleren Tag und vielleicht auch früh anfangen. Hier hoch, Spitzkehre. Aha. Ja. Ach, das ist herrlich. Die Natur, die Luft. Stimmt. Diese stressfreie Zeit. Man trifft nur entspannte Leute. Wahnsinn. Ja. Geht wandern, ihr Lieben. Geht raus. Die trefft Leute. Eben habe ich einer Dame einfach mal ein Kompliment gemacht, wie schön ihr Oberteil ist. Macht doch einfach den Menschen, die ihr trefft, die euch anlächeln, mal ein Kompliment. Oder sagt einfach Danke, wenn sie euch Platz machen. Ja. Einfach mal ein bisschen Nächstenliebe zeigen, wenigstens beim Wandern. Ach, am Alltag wäre auch schön, aber da sind wir halt immer alle so im Stress. Ja. Aber beim Wandern einfach nicht. Das ist Entspannung pur. Also ich finde, der riecht ja gut. Ernsthaft? Auf dem Wanderweg? Tja, wie der Herr so's Geschirr, ne? Hoffentlich kommen gleich Treppen. Boah, so gemein. Ist das nicht herrlich? Wir laufen hier gerade zwischen zwei Rapsfeldern durch. Jetzt hätte ich Lust auf Honig. Ja. Schönes Brötchen, dick Butter und Rapshonig drauf. Oder einfach am Löffel. Ja, von mir aus. Ja, wir haben jetzt den Wald verlassen. Wir sind dann im Wald noch ein bisschen berghoch. Ein bisschen. Wo uns der ältere Herr auf seinem Gefährt überholt hat. Sind dann über eine vielbefahrene Hauptstraße, wo auch Hinweisschilder stehen, dass man da bitte zügig über die Gasse gehen soll. Sind dann geradeaus und dann zwischen Rapsfeldern nach links. Ja, hier ist ein Stück, auf dem keine Wanderzeichen stehen. Da muss man vorher Schilder lesen. Ja, das hatten wir weiter vorher auch schon mal. Haben es euch nur nicht erzählt, weil wir dachten, na ja gut, ist da nicht so wild. Aber hier ist mit Karte aufgedruckt, wie man zu laufen hat. Aber ich sag's mal so, die GPX-Datei auf dem Handy, einfach mal als Rückfallebene, ist ganz schön. Die findet ihr übrigens wanderpodcast.de. Da verlinken wir die immer. Ja, und jetzt geht's hier durch. Knapp die Hälfte haben wir. Ja, wir haben jetzt
7,18 Kilometer. Und wie lange? Wir laufen seit einer Stunde 58. Seitdem du so eine Smartwatch hast, da hast du das ja sogar zwischendrin. Ja. Diese Zeiten. Ja, ich hol's Handy nicht raus, außer für Fotos. Ja. Warum kann das die Uhr nicht? Fotos. Immerhin kann ich damit telefonieren. Es gab mal, glaube ich, es war Google, die eine Brille auf den Markt bringen wollten, die das alles drin hat. Mit der konntest du auch Bilder machen. Ah ja, wer weiß, wie da die Qualität ist. Tja, und da habe ich mich immer gefragt, es gibt so viele Brillenträger. Kannst du dir wenigstens bei deinem Optiker in Sehstärke bestellen? Ja, oder hast du dann Kontaktlinsen? Ja, dann, aber wenn Brille, kann man es doch auch richtig machen. Ah ja. Ja. So, wir müssen, glaube ich, gleich... Nee, warte mal, an der Grillhütte müssen wir links. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich tendenziell jetzt geradeaus. Tendenziell noch ein... Ja, sucht mich gerade. Ja, haben noch ein ganzes Stück geradeaus. Gut. Zwischen den Feldern durch. Schieb mich nicht ins Rapsfeld. Warum? Riecht so schön hier. Ja, aber ich habe weiße Straßen. Warum riecht eigentlich Rapsöl nicht so schön? Ich habe gerade den Duft von Rapsöl nicht in der Nase, du. Das riecht nach nix. Die Bienen haben den ganzen Duftstoff mit in den Honig gepackt. Ach so, gut. Tja, wenn das so ist, ja. Gucken wir mal, wo wir gleich ein Glas Honig herkriegen. Oh ja. Hör mal, die grillen. Ich riech nix. Ja, wir stehen an einem Jägerzaun und hier ist ein Aussichtspunkt ausgeschildert, den viele hier vermuten, wo wir stehen. Aber der geht weiter runter. Ja, was kann man sehen? Erstmal eine S-Kurve, den Loreleifelsen. Man sieht Tunnel der Eisenbahn auf beiden Rheinseiten. Ich finde, das sieht schon beachtlich aus hier. Und ja, hier ist viel Hang abgesichert. Hier kommt wohl immer mal ein Brückchen runter. Das ist schon eine Aussicht, oder? Ja. So, dann gehen wir mal runter, suchen mal. Was wird das? Ja, das frage ich dich. Ich versuche hier einen Müllbeutel auszupacken, den ich neu gekauft habe. Ja. Weil... Jetzt hast du auch schon direkt den ersten Müll dafür. Ja. Das Papierchen fast drumherum. Weil wir haben uns gesagt, wir nehmen unseren Müll mit nach Hause. Aber damit wir den jetzt so in der Tasche transportieren müssen, habe ich uns jetzt Müllbeutel gekauft. Weil wir wollen ja unseren Müll nicht bei den Wanderwegen hinterlassen. Das macht man nicht. Und da hier leider nicht so viele Mülleimer sind. Ja. Wir sitzen jetzt wirklich an den Felsenkanten ganz vorne. Hier geht es vor uns etwas runter, aber hier sind so die Steine so, dass man hier tatsächlich auch mit mehreren Leuten gut sitzen kann. Hier ist zwar eine Bank, aber die ist schon belegt. Pandemiebedingt wollten wir uns jetzt nicht dazusetzen. Kann man sonst ja machen. Ja, und jetzt sitzen wir hier und eben haben wir einen Kiosk entdeckt. Ja. Oder ja, Kiosk, ja doch, eigentlich, ich glaube, hier ist es sogar ein Café. Hat halt nur gerade zu, Corona-bedingt. Aber er verkauft Sachen zum Mitnehmen, zum Beispiel Kuchen. Wein, Bier, Getränke, Eis hat er leider nicht. Gut bürgerliche Brote. Stimmt, Leberwurst mit Gürkchen. Käsebrot mit Gürkchen. Ja. So, jetzt habe ich hier einen Spätburgunder, halbtrocken, vom Sankoers Häuser Loreleifelsen. Also wir können die Trauben sehen, die wachsen quasi so hinter Desiree so ein Stückchen. Und jetzt will ich mal versuchen, ob wir hier noch eine Weinempfehlung reinkriegen. Süß, süffig, aus dem Pappbecher halt nicht ganz so zu genießen, ne? Deswegen die Mülltüte. Ja, genau. Aber schön lecker. Nicht ganz so schwer wie so manch anderer Rotwein. Ja, also da haben wir zu Hause wesentlich kräftigere. Der schmeckt sogar kalt, habe ich eben gesagt. Weil er halt nicht so, der hat nicht so die Gerbstoffe. Der ist nicht so kräftig und auch nicht so farbintensiv, ne? Traubensaft ist dunkler. Ja. Ja. Magst du noch mal dran nippen? Nein, danke. Ja, jetzt lassen wir uns hier noch ein bisschen die Sonne auf den Pelz scheinen.
Und das ist einfach eine tolle Aussicht, in der wir hier sitzen können. Das muss man genießen hier. Da muss man im Moment sitzen. Und dann sieht man erstmal, wie eng der Rhein ist. Der macht hier eine S-Kurve tatsächlich. Und gleich kommt ein Schiff. Und das soll von hier oben auch ganz besonders aussehen. Die drehen sich nämlich hier in die Kurve rein. Und da das hier eine Engstelle ist, gibt es hier Stellen, wo je nach Länge der Schiffe auch nur in eine Richtung Schiffe fahren dürfen. Hier sind so Signale an dem am Flussrand, die dann sagen, es kommt jetzt was oder es kommt nichts, du kannst fahren. Das stelle ich mir nicht leicht vor. Ja, aber Desiree als Lorelei wird ja nachher auf dem Lorelei-Felsen sitzen und singen und dann werden hier wieder Schiffe untergehen. Wahrscheinlich, hat die Feuerwehr was zu tun. Ja, die Feuerwehr freut sich. Ach, schön hier, ne? Ja. Ey, was wir hier Aussichten hatten. Jetzt sind wir weitergegangen und keine 150 Meter weiter der nächste Aussichtspunkt. Ja. Und da stehst du echt... Jetzt geht's los mit den Aussichten am Felsen. Das ist das, wofür wir die ganze Zeit jetzt hier, wo wir hingearbeitet haben. So tolle Aussichten und das alle 150 Meter. Hier steht schon der nächste Aussichtspunkt ausgeschildert. Ist jetzt immer so ein Fels weiter so ungefähr. Es ist schon beachtlich und erstaunlich, wenn man da an der Kante steht und guckt da runter. Und denkt auch, scheiße, ist und das und denkt hier? So, warum habe ich neben den Rotwein getrunken? Ich werde schon hier stehen bleiben. So ungefähr. Der war übrigens sehr gut. So, weiter geht's. Wir stehen jetzt in einem Aussichtstempel. Also so ein 6-8-eckiges Häuschen aus Holz mit Dach, wo man sich bei Regen auch mal schön unterstellen kann. Das hört man vielleicht, hier ist ein bisschen Akustik drin. Baujahr 81, dafür sieht das noch sehr, sehr gut aus. Gut, die Randalierer, die klettern nicht, um hier hinzukommen, ne? Die nehmen die Wanderung nicht in Kauf. Aber Desiree, schau doch mal. Man sieht den Lorelei-Felsen mal so in einer Art auf Augenhöhe quasi. Ja, ich freue mich schon, wenn wir da sind. Ja, jetzt kann man hier den Weg schon erahnen, wie es etwa weitergeht. Hier geht es am Weinberg quasi entlang. Ja, große Weinbergkante. Ich dachte mal, hier ist gar nicht so viel Weinbau in dem Teil, aber doch. Ja, irgendwo muss ja der Wein hergekommen sein, den wir eben hatten. Das wird dann da sein. Ja, und dann sind wir wohl gleich am Besucherzentrum der Lorelei. Da werden wir bestimmt was über den Gesang erfahren, der hier mal war. Oder auch nicht war. Vielleicht war es ja auch nur eine Illusion. Das könnten wir herausfinden, wenn wir jetzt weitergehen. Ja, wir gehen jetzt mal gucken. Ein Panorama hier. Hintergrund, die Güterzüge und jetzt stehen wir hier an einem kleinen Brunnen, der hier so schön aus dem Berg plätschert. Mit Bank und Tisch, hier kann man schön Picknick machen. Und bei dem Geräusch musst du Pipi oder wie? Ja, jetzt muss ich. Ja, dann. Ja, dann. Wir mal einen Busch suchen. Ah, finde ich schön. Zum Schutz von Feuersalamander und Molchen bitte im März, April und Mai nicht säubern. Brett bitte liegen lassen. Ich frag mich das Brett ist weg. Ja gut, Mai ist bitte liegen quasi lassen. Rum. Ah, oh, hier mal die Hände in kaltes Wasser. Das ist erfrischend. Aber Aussicht hat man hier keine. Hier ist eigentlich nur Buschwerk. Ist gerade so schön im Wald, eigentlich auch schön schattig. Gehen wir weiter runter. Oder rüber. Wir wollen jetzt auf den Lorelei. Schön.
Spätburgunder. Das Prädikat König der Rotweine bringt die mit dem Riesling vergleichbare Bedeutung des Spätburgunders zum Ausdruck. Ja, hier kann man interessante Sachen lesen am Weinberg. Aber eins muss ich sagen. Was willst du denn sagen? Riech mal. Du stinkst. Nee, das ist der Weinberg tatsächlich. Ich weiß. Nee, es riecht ein bisschen komisch. Entweder haben die heute Morgen gespritzt oder sowas oder gestern. Ja, jetzt laufen wir tatsächlich hier so durch Weinbergsterrassen, vergleichbar mit dem Bopparder Hamm oder an anderen Stellen, wo wir schon durch Weinberge gewandert sind. Das hat bisher so ganz gefehlt. Ach, hier steht was zum Regent, pilzwiderstandsfähiger Rotwein. Das ist eine recht neuere Sorte, die jetzt erst Verbreitung findet, weil man sie kaum spritzen muss. Was ja, haben wir hier? Man muss sich ja auch was einfallen lassen. Ja, natürlich. Grauburgunder oder Ruhländer. Ich meine, der Klimawandel kommt, das kann ja man nicht verleugnen. Das kommt auch noch dazu, Klimawandel. Ja, aber auch die Parasiten werden je nachdem mehr, wenn man nicht spritzen will. Das machen einige so Bio-Winzer, die nehmen erstmal diese Sorten, die überhaupt erstmal nicht so anfällig sind. Ja, was willst du auch sonst machen? Ich ja, natürlich. Auch teilweise spritzen. Ja, das ist schon nicht gut. Aber man muss auch sagen, das ist jetzt hier auch kein Bio-Wein. Hier steht was zum Riesling. Aha. Edelste Weißweinsorte. Ist ja so gar nicht mein Fall, ne? Was denn? Riesling. Der ist mir meistens zu sauer. Es gibt welche, die echt gut sind. Das können wir hier mal als Nachtrag liefern. Wir waren ja wandern im Bremer Kalmund. Ne? Steilster Weinberg Europas. Haben wir ja einen Podcast zu gemacht. Und da gab es einen Riesling, wo ich gesagt habe, boah, der schmeckt mir. Der ist mir nicht zu sauer, der ist angenehm. Da sagte der Winzer, ja, wir lassen den ein Jahr lang auf der Hefe liegen. Und irgendwann beginnt ein Prozess, dass sich die Säure umwandelt. Das lohnt sich halt bei vielen Winzern nicht. Das muss man halt auch dazu sagen, weil in der Zeit, wo der da lagert, verdienen die ja nichts. Ja, der verdient kein Geld. Das ist totes Kapital in dem Moment. Und wer das halt macht, ja gut, der Wein, der von da war eh teuer, muss man sagen. Ja. Aber das ist ja halt auch gerecht. Du kannst ja da nichts mit Landmaschinen. Sogar hier kannst du mit dem Trecker ranfahren und arbeiten. Da nicht. Ja, das muss ich mal als Nachtrag liefern. Wir haben da was gefunden in Brem. Nee, ja doch, war Brem und der war sehr gut. Ja. Haben wir diverse Sorten mitgenommen und uns durchprobiert quasi. Haben wir noch was im Keller. Tja, der Wein, der Wein. Der Wein, der Wein. Der kostet halt was. Wenn man sieht, was die Winzer für eine Arbeit haben, da tut es einem doch in der Seele weh, wenn man dann in den Supermarkt geht, Tetrapack Wein sieht und denkt, oh ja, geil, 2 Euro. Wenn überhaupt. Ja. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. Ich habe mal irgendwo gehört, so eine Glasflasche kostet schon 1 Euro. Und wenn du dann für 2 Euro einen Wein siehst, denkst du, so, Mehrwertsteuer, was verdient der Handel? Und was kommt am Ende beim Winzer an? Da tut es doch einfach nur weh. Das ist wie bei allem, ne? Bauern, aber gut, da wird dann auch keine Traube weggeschnitten, die nicht gut ist. Da wird alles genommen. Ja, musste ja. Masse, klar. Vielleicht dann noch an einem feuchten Tag. Wenn wir gerade schon am Wein nachliefern sind. Hätte ich jetzt Lust auf einen Eiswein. Eiswein, das haben wir tatsächlich hier im Podcast noch gar nicht gefunden. Müssen wir aber mal. Ja, Eiswein kostet aber auch entsprechend Geld. Ja, natürlich. Wobei auch da kriegst du günstigere. Ich habe auch schon Eisweine für 20 Euro gekauft, die sehr, sehr gut waren. Und die waren sogar schon was älter. Ich hatte mal irgendwo einen Eiswein gekauft für 20 Euro, so eine kleine Flasche natürlich. Die war so alt wie ich. Das war in der Mosel, oder? Der so alt war wie ich und nicht teuer war, das habe ich im Internet tatsächlich gekauft. Ah. Den haben wir aber dann mal besucht. Der ist in Geisenheim, das ist zwischen Rüdesheim und Wiesbaden, im Rheingau. An der Mosel haben wir auch mal welche gekauft. Die waren so 30 Euro, glaube ich, die Flasche. Oder 35. Ja, der Tendenziell ist hier richtig. Du guckst gerade so irritiert. Ja, ich war gerade auch irritiert oder bin's. Wenn wir gerade noch dabei sind, wollen wir noch mal nachreichen. Große Umstadt, wo wir in der letzten Folge waren. Also in Reibach, wenn wir hinterher in Große Umstadt noch Wein kaufen. Da haben wir auch wirklich schöne Sorten gefunden. Haben wir den schon getrunken? Eine haben wir schon, ja, eine Flasche ist schon weg. Was habe ich denn dazu gesagt? Ich glaube, der hat dir geschmeckt. Doch, der war so ganz besonders und der hatte so ziemlich feine Aromen. Ich glaube, ein Kärner war das. Genau, Kärner Spätlese. Fleischmann, ich bin glücklich. Alles andere überschmecke ich. Ein Fleischmann.
Das ist tatsächlich was Vegetarisches. Das ist der Name eines Winzers aus in Rheinhessen. Da müssen wir auch mal wandern. Ja. In Rheinhessen. Da waren wir jetzt mit dem Podcast noch gar nicht. Was ist denn hier? Rundweg? Der wilde Weg. Der wilde Weg. Da steht der wilde Weg. Ja, da stehen auch erstmal Brennnesseln im wilden Weg. Da geht's hier der Hang runter. Nee, das möchte ich nicht. Nee. Ich möchte das nicht. Gehen wir weiter hoch. Wir wollen ja auch mal irgendwann an der Lorelei ankommen. Wir wollen ja nicht den wilden Weg nehmen. Wir sind nicht im wilden Westen. Wir laufen hier den geteerten Weg und reden über Wein. Haben wir noch einen Wein, den wir nachreichen müssen, den wir mal irgendwo geholt haben? Jetzt gilt's. Was hatten wir sonst noch die Tage? Eigentlich Sachen, die wir schon, die wir vor unseren Kröver-Nacktarsch. Ja, auch in der Mosel, bei Traben-Trabach, der Nachbarort. Ich glaube, das ist so der lustigste Weinname. Das ist auch ein lustiges Bild. Wir haben sogar eine richtige Figur. Ja, stimmt. An der Hauptstraße steht steht ein Mann, der hat ein Kind unterm Arm, die Hose runtergezogen und holt mit der Hand aus. Gibt einen Arsch voll, wie man früher gesagt hat. Ja, der Kröver-Nacktarsch. Ja. Da haben wir gerade auch einen sehr guten, ja. Da müssen wir auch mal hin. Traben-Trabach, die Ecke. Das ist auch sehr schön. Und jetzt ist vielleicht gerade auch wirklich schön, weil Traben-Trabach ist so ein Ort. Der ist überlaufen. Ja, da kommen die Touristen mit Busse. Genauso wie Bernkastel-Kues. Rüdesheim. Ja, das ist jetzt, glaube ich, in Corona machen die Orte am meisten Spaß. Oh, wir sind gleich da. Ja, wenn man wirklich kulturell was sehen möchte. Und nicht nur da lang laufen will, wo die Massen an Touristen langlaufen, die mit Bussen kommen. Ja, das ist einfach so. Das ist jetzt wirklich schön. Für die Leute, die da wohnen und die davon leben, natürlich nicht. Ja, das ist tragisch, auf jeden Fall. Die leben davon. Dass da Touris kommen, kaufen eine Flasche Wein und noch eine Postkarte und weiß ich nicht, je nachdem noch einen Regenschirm oder sowas oder ein Bierglas, so Zeug wird da auch mal viel. Ja, so, wir quatschen und quatschen, sind fast jetzt am Besucherzentrum der Lorelei. Wir haben uns nahe gequatscht. Ja, dann melden wir uns gleich wieder. Wir nähern uns der Lorelei, das machen wir auch musikalisch. Und da nehmen wir den Song, den wir schon neulich in unserer Wanderung gegenüber der Lorelei benutzt haben, von Fei wie mir, den Song vor Lorelei. Auch diesen Titel könnt ihr euch herunterladen, wanderpodcast.de, unter dem Eintrag zur heutigen Episode. Der Sage nach haben wir die Entstehung der Lorelei dem Teufel zu verdanken. Als der Rhein begann, Taunus und Hunsrück zu durchbrechen, ahnte die Hölle, was für ein schönes Tal entstehen würde. Mit Riesenkraft stemmte sich der Teufel gegen den Fels und stützte die Schieferwand. Sein Widerstand konnte das Werk des Rheins nicht verhindern, doch die Druckspuren von Rücken und Krallen des Bösen sollen heute noch im Felsen sichtbar sein. Den Menschen in früheren Zeiten war das enge Felsental an der Lorelei wegen des starken Echos unheimlich. Besonders gefürchtet war es aber bei den Schiffern und Flößern. Sie mussten einen nur 120 Meter breiten Engpass durchfahren, der mit Strudeln und Felsklippen durchsetzt war. Manches Schiff strandete dort oder schlug Leck. Und viele der Flöße mussten auf ihrem Weg nach Holland nach der Vorbeifahrt an der Lorelei wieder zusammengefischt werden. Bis im letzten Jahrhundert die meisten Riffe gesprengt wurden, forderten die Schiffer ihre Mannschaften vor dem Passieren der Lorelei durch drei Glockenschläge zum Gebet auf. In dieser Atmosphäre konnten sich Sagen und Geschichten um die schöne Zauberin entwickeln, die angeblich einst auf dem Felsen gelebt haben soll. Ihr wurde 1983 von der Künstlerin Natascha Alexandrowna Prinzessin Jusopow ein Denkmal gesetzt. Sie schenkte es der Stadt St. Goarshausen, die es gut sichtbar von hier auf der Hafenmole platzierte. Weltweit bekannt geworden ist die Lorelei zweifellos durch das gleichnamige Gedicht von Heinrich Heine. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein.
Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzet dort oben wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenen Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodei. Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht in die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaub, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Vielen Dank an Heinrich Heine für dieses tolle Gedicht. Ach, Heinrich Heine ist toll. Ja, und jetzt sitzen wir hier wirklich auf dem Loreleifelsen. Hier ist sogar ein felserner Sessel, auf dem Klein Desiree saß und den Schiffen zugesungen hat. Ja, aber ist leider keins untergegangen. Ja, da sind zwei Stück da und das eine nicht klein. Ich hatte nicht die gleiche Wirkung wie die gute Lorelei. Ja. Wollen wir mal gucken, was wir hier sehen. Also wenn man hier runter guckt, sieht man als allererstes zwei Gleise. Denn unter uns sind zwei Röhren in den Fels gebohrt. Zwei Tunnel der rechten Rheinstrecke. Ja, dann ist hier so ein Hafenbecken. Und auf der Landzunge, was ist da? Da sitzt die Lorelei. Also eine bronzene Figur, ne? Ja, die haben wir bei der letzten Wanderung hier von der anderen Rheinseite gesehen. Ja, das ist interessant, mal die Aussichtstürme von drüben zu sehen. Dass wir vor einer Weile da drüben waren, haben hier rüber geschaut und jetzt machen wir es andersrum. Ja, und dann natürlich da hinten Burg Katz und darunter St. Goarshausen. Und der Campingplatz von St. Goar, damals war er noch komplett leer. Stimmt, ja. Und da waren die Babys. Das stimmt. Ja, jetzt genießen wir noch ein bisschen die Aussicht. Ich habe noch einen Riesling geholt, ne? Und dann gehen wir mal weiter, dass wir irgendwann wieder da runterkommen. Ich bin ja mal gespannt, wo wir runterkommen. Denn ich glaube, wir kommen noch vor dem Ort wieder runter. Und wenn ich das mir hier so anschaue, wüsste ich jetzt nicht gerade, wo. Hi, dann gehen wir doch einfach weiter. Wir sitzen ja schon eine Weile hier. Wer hier oben die Route startet, das geht auch. Parken, Tagesticket kostet 3 Euro. Haben wir für euch mal nachgeguckt. Hier gibt es auch Eis, nicht gerade billig. Aber lecker. Der Wein vorhin war auch deutlich billiger wie jetzt. Ja. Wir empfehlen euch die Tour, fangt sie in St. Goarshausen an. Dann habt ihr nämlich hinterher bergrunter und nicht am Ende berghoch. Und könnt euch hier oben belohnen. Ja. So, auf geht's. Auf geht's. Hier ist ja auch noch eine Sommerrodelbahn. Ja, ich sehe es auch gerade. Leider gerade nicht in Betrieb. Und ein Holzzug. Tschu-tschu. Also hier ist durchaus auch noch ein bisschen was für Kinder. Ein Spielplatz ist da auch noch ausgeschildert. Ja, aber das sind so Sachen, da sollte man dann hier oben auch tatsächlich parken. Ja, aber was vielleicht für nach der Tour. Zur Kinderempfehlung kommen wir später. Eine Sache haben wir noch für die Großen. Hier ist ja noch diese Konzertmuschel, wo hier manchmal Rockmusik erschallt, die man von der anderen Rheinseite auch gut hören kann. Das ist eine riesige Treppe, die da hochführt. Haben wir eben gesehen, zu dieser Muschel. Müssen wir auch mal irgendwann hin. Jetzt müssen wir erstmal berghoch. Ja, schon wieder. Ach, der Spielplatz ist aber schön. Jetzt sieht man den. Man läuft direkt dran vorbei. Mit vielen Klettergerüsten, Rutschen, Schaukeln. So, wenn ihr müde Kinder wollt. Schickt sie nochmal da drauf, wenn die Tour nicht reicht. Wir sind unten, Desiree. Aber hier ist es noch laut. Warte, was ist denn? Da ist die Lorelei-Statue. Ja, wir. Ach, ich bin doch blöd. Sind runtergelaufen. Wir stehen jetzt gleich am Wasser. Wenn wir jetzt hier noch ein paar Stufen gehen, dann haben wir zumindest schon mal die Autos nicht mehr. Und vielleicht kann man sogar mal die Wellen hören. Ach, der Weg geht sogar hier runter. Guck mal, da eine Eidechse. An der Wand krabbeln die hier lang. Ich will dich. Oh. Schlingel! Jetzt ist sie hinter einem Schild verschwunden. Eidechsen. Gehen wir mal ins Wasser. Jetzt sind wir runter. Das war ein sehr steiler Abstieg. Dann bin ich ganz froh, dass wir den jetzt nicht hoch mussten, sondern nur runter. Aber man muss langsam machen, der geht ganz schön auf die Knie. Du kommst nicht zum Wasser, das geht steil runter. Lass uns hier oben bleiben. Ja. Genau. Ja, was kann man denn sagen zum Weg?
Ich fand, da könnte mal einer mit dem Besen lang gehen. Das waren nämlich zum Teil so Schiefertreppen, wo dann sehr viel Geröll drauf lag. Und dann hat man noch so einen schmalen Pfad. Wenn man Akupunktur möchte, geht man den mit kurzer Hose. Ich habe kurze Hose an. Ich habe es aber geschafft, mich da irgendwie durchzutanzen, ohne in die Brennnesseln zu kommen. Ja, es ist sehr schmal. Also ich muss wirklich sagen, der Weg ist wunderschön. Ja. Aber so manchmal würde ich mir mehr Pflege wünschen. Mhm. Ne? Gerade so vielleicht so ein bisschen die Steine wegmachen und dann mal ein bisschen die Brennnesseln so einen Hauch weg. Aber auf der anderen Seite, man wandert, man will ja auch keinen Luxus erwarten. Andererseits, wahrscheinlich wird das gemacht. Und wahrscheinlich sind die auch das nächste Mal morgen wieder hier, so turnusmäßig. Das wächst ja so total schnell wieder zu einfach. Ja, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ja. Ach, guck mal, da vorne ist ja dieser Kran, der da am Rheinufer steht. Den wollte ich mir immer schon mal aus der Nähe angucken. Na. Jetzt können wir drunter durchwandern. Das hat man doch ein Glück, wa? Ja, und da hinten kommt man auch wieder hoch. Man kann also jetzt den Rest des Weges tatsächlich unten am Wasser laufen, wenn man ihn so läuft wie wir. Ansonsten muss man in der Stadt halt gucken, wo es rechtzeitig wieder hochgeht. Ja. Am Auto kriegt ihr dann die ganzen Infos. Die Uhr habe ich mittlerweile nicht mehr am Mittrecken. Der Akku hat doch schwer gelitten durch ständig Herzfrequenzmessen und so. Jetzt verlasse ich mich wieder auf meine alte App. Ja. Hier ist übrigens Bundesgartenschau 2029. Wenn es denn stattfindet mit Corona. Das ist alles noch ein bisschen hin. Ja. Aber bis dahin... Wir haben alle gedacht, das bleibt nicht so lang. Ne? Ja, bis dahin werden hier hoffentlich ein paar Blümchen stehen und man kann viel sehen und das Parken wird teurer. Bestimmt. Selten zwei Kirchen gleichzeitig schlagen hören. Im Hintergrund hören wir die evangelische Kirche St. Goarshausen und der Turmschlag war von der St. Johanneskirche. Das hat was. Ja, das stimmt. Zwei Kirchen durcheinander. Also die eine ist ja nur die Turmuhr. Kaum ist eine Kirche fertig, fängt die andere an. Immerhin hat man sich hier abgesprochen. Ja, wird nicht langweilig. Ja, da hat man dann länger was von. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder am Auto. Du Zimmer. Und das war eine wirklich schöne Tour mit wirklich schönen Aussichten. Kaum langweilig. Ich muss sagen, das war eine der schöneren oder schönsten Touren, die wir gelaufen sind. Das sagen wir letzte Zeit voll oft, gell? Aber es stimmt ja, das, bei wieder. Der letzten habe ich das nicht gesagt. Dadurch eine Odenwald, die war zwar schön, aber die war halt im Zweifel durchschnittlich. Ja. So hervorstechend fand ich hier die andere Loreleitour, also in St. Goar, linksrheinisch, hier gegenüber. Den Bremer Kalmund, den fand ich ganz besonders. Was hatten wir denn davor noch? Und was mir so spontan einfällt, ist in Bad Ems damals diese Tour. Die hatte auch echt viel. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt wieder am Auto. Wir haben, wie gesagt, geparkt am Bahnhof St. Goarshausen, wer die Tour dann läuft. Wir sind sie im Uhrzeigersinn gelaufen. Das macht aber auch gar nichts, wenn man sie andersrum läuft. Dann hat man tendenziell längere Abstiege, aber einen richtig steilen Anstieg. Ja, kann ja jeder selber entscheiden, wie rum er das gerne hätte. Wir haben es im Uhrzeigersinn gemacht und wir bereuen nichts, oder?
Wir bereuen gar nichts. Ja, jetzt suchen wir uns hier noch irgendwo was Schönes zu essen. Ein bisschen Gastronomie ist hier in St. Goarshausen. Die Zahlen kommen wir gleich zu. Ansonsten gastronomiemäßig, ja, oben war es recht teuer, dieses Kaffee zwischendrin. Aber ansonsten hier hinterher im Ort. Welches Kaffee? Bei Lorelei? Nee, wo wir den Wein geholt hatten. Und das, da hast und du auch Wein geholt? Habe ich auch Wein geholt, ja. Meinst du das Kiosk? Das ist dieser Kiosk, was eigentlich das ein Kaffee ist. Teuer. Nee, der war wirklich günstig. Also da habe ich zwei noch was für einen Wein bezahlt an der Lorelei. Also das sind so kleine 0,025er Gläschen oder Fläschchen. An der Lorelei hat es 5 Euro gekostet. Und den habe ich übrigens noch im Rucksack. Gar nicht mehr getrunken. Ja, Desiree. Gregor. Kommen wir doch mal zu den Zahlen. Darf ich jetzt, ja? Ich darf jetzt endlich starten mit meinen Zahlen. Kleinen Moment. Ja, Desiree ist gerade noch dabei, den Würfelbecher auszupacken. Und wir sind gelaufen 18,71 Kilometer. Nee, Moment. Der Weg, der sollte 14 Kilometer lang sein. 14,8. Okay, also sagen wir mal 15. Wir sind gelaufen 18,71. Wir hatten doch nur einen Zuweg von 500. Sicher, 18 Kilometer. Ja. Und sind gelaufen 23.647 Schritte den Weg. Und haben gebraucht 5,5 Stunden. Wo waren wir denn falsch? Ja, das weiß ich auch nicht. Oder ist auch GPX-Datei sagt auch viel weniger. Merkwürdig. Tja. Wie lange haben wir gebraucht? 5,5 Stunden. Ja, und 4 sollte man brauchen. Und ja, so viel Pause haben wir nicht gemacht. Also. Nee. Also, boah, das war wirklich ein langer Weg. 18 Kilometer. Damit verabschieden wir uns aus St. Goarshausen und denken nochmal an das Gedicht von Heinrich Heine über die Lorelei mit einer Melodie. Tschüss, Desiree. Tschüss, Gregor. Tschüss, liebe Hörerinnen. Und Hörer. Ja, macht's gut. So, wo gibt's hier Essen? Hunger. Das war Wanderlust und Aussicht. Ein Podcast über das Wandern an Rhein, Mosel und Lahn. Wanderkarten, Fotos und weitere Informationen zu den Wanderstrecken gibt es auf wanderpodcast.de. Dieser Podcast ist ein hörerfinanziertes Angebot. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, wanderpodcast.de/spenden. Vielen Dank. Eine Produktion von podcastlabel.de.